So, hallihallo und herzlich willkommen und Panos, hör sofort auf. So, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonandhauer und zusammen mit dem Affenkopf namens Panos spielen wir heute GTA Online. Panos hatte wieder mal eine super Affenkopf-Idee und zwar mit einer Limousine Offroad fahren. Wir fahren jetzt zur Motocross-Strecke. Und wenn wir die geschrottet haben, holen wir uns zwei Autos mit so einem Auto, guck. Da, so ein Auto mit einem Anhänger drauf und wir fahren da ein kleines Rennen. Okay, sehr gut. Das machen wir dann. Also links, rechts, geradeaus, wohin? Links. Anderes links. Ja, ich hab da hinten geguckt, weißt du. Übrigens, ich versuche gerade die Limousine hier nicht im Vorhinein schon zu schrotten. So, wir sind hier. Achtung, Polizist. Fast angefahren. So, ich würde sagen, fahren wir. Alter, Bartos, du kommst immer auf so krasse Ideen hier. Kennst du übrigens das TV Total Demolition Derby? Ist ja schon mal was Ähnliches. Ja, Ja. ich liebe es anzugucken, Alter. Oh ja, ich auch. Nein, schieb mich an. Warte, warte. Oh mein Gott. Fail. Kurz umdrehen. Fahr ich eigentlich durch? Kann ich das kaputt machen? Nein, kannst du nicht. Oh, jetzt wäre gut ein Abschleppfahrer. Was ist eigentlich schon? Okay, ja, ich glaube, ich komme raus. Ich komme raus. Weiter geht's! Party! Vollspeed! Sprung! Ich hab gedreht. Ja, ich fahre derweil davon. Alter, im Drift hier durch, ey. Wie geil ist das? Nee, übertragen. Wirklich? Alter. Panos, zum Driften ist das Teil cool. Musst du mal Handbremse nehmen. Ja, ist immer eine falsche Lösung. Jo. Lässt du dich bestimmt hinten rein, ja? Winkel. Oh, ey, da fährt ein BMXler. Kannst einen BMX-Fahrer umfahren, ja. Gut, hab's gemacht. Ah, sehr schön. Muss ich dir angeguckt haben. Also ich flieg grad zurück und nehme ihn mit. BMX fährt einfach weiter. Wow. Alter. Alter, die Strecke ist hardcore. Oh mein Gott, hier. Ich lieg am Dach. Jetzt schauen wir mal, was der Panos hier macht. Hohoho. Yeah. Cooler Sprung. Hey, sitz schon wieder fest, Panos. Braucht deine Hilfe. Oh mein Gott, ist das peinlich. Danke sehr. Alter, aufsitzen tut man hier aber leicht. Also zum Offroad-Fahren ist das die Limousine ja nicht wirklich geeignet. So, jetzt gönnen wir einen Panos auch noch eine Runde und wir gucken ihn dabei oh, zu. Hier ist das Ding. Wow! Mich hat's überschlagen. Dank dir. Ja, mach mal eine Tür zu, genau. Vor. Verstehen? Ah, was hast du vor? Ja, ich mag vor. Nee, steig mal ein kurz. Die Runde ist ja noch nicht zu Ende. Oder? Oh. Nee. Oh. Das ist da vorne zu Ende. Ja, da sind wir zum Beispiel noch nicht gefahren. Oh! Fail. Da vorne ist sie gleich zu Ende, ja. Aber ich wollte eigentlich deine Karre nehmen, du Panos, du. Ja, selber schon, ne? Hahaha.
Hier ist die Runde zu Ende. Gibt's hier ein Fahrzeug für mich? Soll ich zu meinem hinfahren? Ja, ich fahr mal bis zu deinem Fahrzeug mit. Ja, warte, ich setz mich hier in die VIP-Lounge. Du fährst jetzt umgekehrt. Bin gespannt, ob du hier auch so gut driften kannst. Yeah, check. Panos, was wird das? Abkürzt. Der kürzt wirklich hier aufs Extremste ab hier mit der Limo. Boom. Streif mich ab. Wann hast du die Runde nochmal auffahren? Okay. Du musst umstellen. Was? Achso. Sag, wenn's geht. Ich habe Fahrzeugzugang und Freunde gehabt. Ja, ich bin anscheinend nicht dein Freund, das weißt du doch eh. Laut PSN habe ich ja keine Freunde, kennst du es ja. Achso, hast du wieder das Problem an? Nee, zum Glück nicht. Keine Ahnung. Der Neo gibt Gas. Oh ja. Hat euch gut, gell? Ey, da geht wirklich gut. Er sagte, ich soll den Riesenmonster Truck holen, Alter. Wo gibt's einen Riesenmonster Truck? Ja, diesen großen da, der Länderwagen. Achso, meinst du den Mini-Monster Truck, nenne ich das. So, jetzt gucken wir mal, wie der Panos sich tut hier auf dieser Strecke. Profi! Like a Bro! Wie viel Mal hast du dich überschlagen? Drei? Mal? Dreimal, ja. Nein, gut. Und zweimal festgefahren. Wie viel Geld hast du bitte in den Wagen reingesteckt? Weiß ich nicht. Sicher ein paar hunderttausend, oder so gut wie der geht. Da hat er sicher verbesserten Motor, Turbo und alles drin, oder? Ja, wenn ich ihn verkaufe, hat er 84.000 Wert und man kommt immer die Hälfte zurück, also 160.000. Okay. Komm, gib Gas. Geht schneller. War jetzt gefährlich. Ich hab zurückgeschaut. Sonst passiert mir sowas ja nicht. So, ich hol dich schon auf, gib Gas. Da hab ich nicht mal einmal festgefahren, nicht mal einmal überschlagen. Wahnsinn. Okay, ich habe mich auch ein bisschen dumm gespielt hier. Das bin ein besserer Fahrer wie du. Ahaha. Das glaube ich nicht, Tim. Okay, lass uns den. Ja, es ist Wohnwagen suchen. Also nicht Wohnwagen, also Anhänger. Weißt du circa, wo die herumfahren? Hm? Warte, das ist der LS Custom. Mal gucken, ob ich die pimpen kann. Ja, das wäre geil. Geld hab. Panzer ist Fahrzeug nicht modifiziert. Nicht? Wir müssten ja eigentlich rumfahren. Okay, na schauen wir mal. Es wäre auf jeden Fall cool, ein Wohnwagenrennen hier mit dir zu machen zu können hier, ne? Anhänger, Kuckuck. Also Turbo hast du drin, den wäre ich. Ja, also dritte Gang, zweite, dann hört man den, gell? Ja. Aber wenn du bremst, hört sich auch nicht gerne. Ja, vor allem wenn du mir reinkratzt. Sportreifen hast du drin. Schuss sich auch. Hatte gestern, ja, das ist, Anhängerkupplung mit Boot. Ey, geil. Ich hätte ja lieber einen Wohnwagen.
Ja, schade, dass es die nicht gibt, gell? Ja, so ein Wohnwagenanhänger. So, aber da hinten fährt doch nicht sowas herum, was wir brauchen. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden hier mal das erste Let's Play und wir machen gleich dann das nächste. Wenn wir den gefunden haben. Wenn wir den gefunden haben, weil sonst wird es doch ein bisschen langweilig. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut wieder. Bye bye, Leute. Ciao. Tschüss.